Hi, ich zeige dir mal, wie du den SensoForce Plus in 6 einfachen Schritten in Betrieb nimmst. Als erstes musst du die App SensoForce herunterladen. Die App ist für das Android- und iOS-Betriebssystem erhältlich und in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Slowenisch verfügbar. Nun koppelst du den SensoForce Plus mit deinem mobilen Endgerät via Bluetooth. Du musst dich bei der ersten Kopplung so nah wie möglich am SensoForce Plus befinden, im Abstand von maximal 50 cm. Schritt 3 ist einfach. Kalibriere die Waage einmal ohne Gasflasche. Dazu bedarf es nur eines Klicks, aber achte darauf, dass du den SensoForce Plus auf einem festen, ebenen Untergrund in Betrieb nimmst. Sieh dir als nächstes die Gasflasche an. Darauf ist das Tara-Gewicht abgedruckt. Gib dieses und das maximale Füllgewicht der Gasflasche in die App ein. Bring den SensoForce Plus auf die entsprechende Größe der Unterseite deiner Gasflasche. Der Sensor lässt sich aufgrund seiner verstellbaren Füße beliebig auf verschiedene Flaschengrößen anpassen. Dabei helfen dir Skalen, die auf den Füßen des Geräts aufgebracht sind. Zuletzt stellst du die Flasche, am besten mit angeschlossenem Druckregler und Gasschlauch, auf die Waage und die App zeigt dir den aktuellen Füllstand deiner Gasflasche an. Führst du diese Schritte aus, klappt alles reibungslos und du weißt immer, wie viel Gas noch in der Flasche ist. SensoForce Plus, der digitale Füllstandsanzeiger, erhältlich im Fachhandel vor Ort oder online.